Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Supremacy 1914. Wir sind jetzt zurück am Start an Tag 2 mit Kanada auf der 100er Karte mit Erik. Und eigentlich ursprünglich haben wir gehofft, dass Chris noch die Zeit findet, hier mit einzusteigen. Ist leider nichts geworden. Aber Horst hat sich mit dazu bereit erklärt, uns hier beizutreten, hier unten mit Mexiko. So, und ihr könnt auch schon ein bisschen was sehen. Ne? Ein Tag ist halt, wie gesagt, wieder vergangen. Und es ist auch ein bisschen was los gewesen. Beginnen wir erstmal, würde ich sagen. Ach komm, wir sind gerade hier unten. Dann bleiben wir mal da. So, Erik hat ja hier den Krieg gegen die United States of America am Start gehabt. Kämpft jetzt hier gerade noch gegen die letzte große Armee, die er übrig hatte. Sogar mit Heldeneinsatz mittlerweile. Die Armee hatte, wird auf jeden Fall safe haben. Und danach holt er sich hier die letzten vier Provinzen. Das sieht alles super aus. Dann Horst hat hier Krieg mit Revolutionär Mexiko angefangen. Hat hier noch 36 Gegner stehen. Mobilisiert auch ein bisschen viel. Ja, müssen wir nochmal kurz dann abklären. Hat hier oben aber auch wieder Stress. Man sieht's, Kalifornien greift ihn anscheinend auch gerade überraschenderweise an. Aber Erik ist hier schon dabei, anscheinend hinten einzufallen. Das habe ich alles gar nicht gesehen. Sehe ich gerade tatsächlich mit euch dann zum ersten Mal gerade. Hier unten ist Horst noch relativ gut abgedeckt mit Truppen. Das sieht sicher genug aus. Auf jeden Fall, hier wird es langsam kritisch für ihn. Kann man dann doch vielleicht verstehen, dass er die hier mobilisiert, die beiden Helden noch. Der eine Held, der war ja hier vollkommen in Ordnung, weil der Gegner auch eingespawnt hat. Also die Sache hier unten ist gerade sehr spannend. Da, oh, guck mal, und die föderierten Staaten gehen auf Erik drauf. Nice. Denn ihr könnt gerade sehen, um mal kurz zu uns zu kommen, wir haben British Columbia, sind wir gut am Einnehmen. Geht ihr mal bitte. Geht ihr mal hierhin, bitte. Das Ding ist jetzt, er hat halt auch was zu mobilisiert. Ihr seht schon, er bewegt seinen Helden einmal nach unten. Und ich glaube, wir werden dann demnächst dann hier oben einmal einfallen. Mit unserem Panzerwagen, dann vielleicht auch den wir mobilisiert haben. Das habe ich tatsächlich gemacht, weil er hier einfach was mobilisiert hat, ne? Ist, denke ich, dann vollkommen legitim. Aber wenn der sich jetzt komplett nach Erik bewegt, könnte, müsste, oder wenn ich könnte nur, ich muss von oben ihn dann angreifen. Das heißt, wir machen das und gehen dann wieder zurück. Hier können wir meinetwegen einmal durchgehen. Der Kollege hier, der scheint nicht da zu sein, der richtige Spieler hier. Der hat nichts gebaut, gar nichts. Boah, scheiße. Machen wir so. Die müssen da oben bleiben, die drei Stück. Okay, jetzt gerade sind wir tatsächlich in einer sehr heißen Phase. Ja, auch hier mobilisiert er auch schon wieder, ne? Okay, hier geht gerade sehr viel Action ab. Da muss ich auf jeden Fall gleich einmal mit Erik in Kontakt treten. Das hat er auf jeden Fall schon gesehen. Das ist super. Stimmt, die sind auch alle eine Koalition. Stimmt ja, ne? American Empire. British Canada, Buffin, State of America, Caribbean Republic und Californian Republic. Ja, und er ist auch schon auf dem Weg. Er sammelt schon, wird wahrscheinlich dann hier in Florida landen, ne? Oh, das muss ich Erik auch sagen. Zwar kann man Wasserverteidigung gut machen, das geht ganz gut, aber er hat halt hier kaum noch Truppen. Hier wird ein bisschen was überleben, aber die braucht er wahrscheinlich hierfür. Wir müssen die föderierten Staaten auf jeden Fall angreifen, wenn es günstig ist. Gerade hat er hier noch 18 Truppen stehen, ist nicht so geil, aber wir müssen es versuchen. Weil sonst ist die Runde hier auch ganz schnell vorbei. Okay, das ist gerade sehr, sehr spannend. Habe ich gar nicht so gedacht, tatsächlich. Sah alles noch entspannter aus, aber hat sich anscheinend in den letzten zwei, drei Stunden vieles getan. Na gut, dann haben wir einen Plan. Wir sammeln Truppen hier unten dann gleich in Calgary. Gucken, dass wir so viel wie möglich zusammenbekommen. Ganz ehrlich, dann gehen wir hier auch zurück. Hat auch direkt eine Stufe 1 Festung hochgeknallt, ne? Würde mich nicht wundern, wenn die auch gekauft ist. Oder die KI hat das vielleicht gebaut, das kann auch noch sein. Du bist schon mal da gleich, das ist super. Haben wir sogar ja Gewaltmarsch gemacht, damit er nicht spawnt. Hier könnte man mit dem Panzerwagen schnell über Nacht rein. Das würde ich auf jeden Fall mal machen. Und vielleicht auch die Hauptstadt versuchen. Nee, dafür, ach, das stimmt, dafür kann man safe den Panzerwagen benutzen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Da müssen wir Schutz hinschicken. Du brauchst 8,5 Stunden nach, du Kacke. Ja, die Ländereien sind groß, ne? Also bis wir da von A nach B kommen, dauert das ein Weilchen. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir den jetzt easy ausschalten können, aber die Truppen brauchen wir. Nun gut. Mal schauen, wie sich das jetzt hier weiterentwickelt. Ich muss auf jeden Fall Erik gleich einmal Bescheid geben und auch hier Horst einmal. Aber das kriegen wir hoffentlich irgendwie hin. Ansonsten, die Sache gerade, oder gerade die Lage auf der Karte sieht folgendermaßen aus. Es sind so gut wie alle Leute gejoint. Die Map ist voll. Und auch hier unten zum Beispiel in Australien oder sonst wo, gut, haben sich Koalitionen jetzt gebildet und so langsam
ist sich so am rauskristallisieren, wer denn jetzt hier gerade eine Macht anstrebt. Ne, wenn wir mal hier reinschauen, Top-Provinzen ist gerade Italien mit 22. Danach sind wir halt, teilen wir es mal so auf. Philippinen bei 15, Papua-Neuguinea 14, die sind noch weit weg. Mexiko ist Horst. Wir sind nicht so weit weg. Es sieht noch alles ganz okay aus. Aber das müssen wir jetzt versuchen irgendwie zu wuppen. Das wird sehr spannend, denke ich. Aber ich glaube, das soll es auch schon für diese Folge gewesen sein, weil so viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu erwähnen. Wir bauen neue Panzerwagen, verständlicherweise. Aber ansonsten, hier Brandherd. Ich weiß halt auch nicht, was hier United Latin American Nations macht. Kann sein, dass die hier zusammen den angreifen. Aber ich kann mir auch eine Invasion in Florida vorstellen, bin ich ganz ehrlich. Auf jeden Fall wird's heavy jetzt. Genau. Checkt gerne auf jeden Fall mal Eriks Kanal ab. Link oben in der Videobeschreibung, wenn ihr mal seine Sicht und seine Gedanken hören möchtet. Und alter Falter, das wird eine harte Runde. So oder so. Dennoch hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr auch gerne ein Like da lassen. Würde mich sehr unterstützen und mich auch zusätzlich sehr freuen. Genau. Und da bleibt mir nichts dazu sagen, außer einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein.